Herzlich willkommen zu Let's Compete, nicht live, weil es gibt kein Compete, denn ich muss heute wieder alleine spielen, also niemanden, gegen den ich im direkten Vergleich spiele. Ich habe ja das letzte Mal verloren, sehr kläglich, davor auch wahrscheinlich, glaube ich, oder? Ja, doch, ich glaube auch. Und ja, Wrath of the Lamb, also Binding of Isaac, ich lese gerade einfach nur vor, keine Ahnung. Ja, wir müssen mit Eve nachholen. Und ja, da freue ich mich ja so tierisch mit der ollen Schnepfe, das nachzuholen. Na, ist ja Weltklasse. Schön. Na dann los. Wollen wir mal beginnen. Was finden wir denn so? Ein Raum mit Fliegen und noch mehr. Ist ja, das ist ja gleich mit einem dämlichen Beginn, den ich da mir geleistet habe. Ja, du bist kein Problem. Du kannst hier rumrollen. Oh, Flatpenny. Flatpenny ist, das ist toll. Flatpenny so früh ist, oh, ist natürlich sehr schön. Hat mich gerade erschrocken und das war etwas glücklich. Hey, Glück gehört dazu im Leben. Man nennt es nicht Skill, man nennt es Glück. Ist ja klar. Skill ist, wenn Glück zur Gewohnheit wird. Ihr kennt die Sprüche. Und ich würde gern mal treffen. Also Eve ist ja schon nicht, ist ja schon schlimm genug, dass du keinen Schaden machst. Aber treffen wäre halt auch geil. So, mal gucken. Fliege weg. Wunderbar. Ja, ich mag das nicht. Fliegen, muss nicht sein im Raum. Das kann man auf so viele Sachen anwenden. Ja, Fliegen im Raum sind nicht schön. Sie sind einfach nur nervig. Nicht nur ein Isaac. Wie habt ihr das mit Fliegen? Nein. Ich starte jetzt hier nicht irgendeinen sinnlosen, so jetzt hier einen dummen Grund, um irgendwas in die Kommentare posten zu lassen, eurerseits. Ich laufe lieber mitten rein. Ist ja geil. Naja, gut. Vielleicht ist ja da ein Herz drin, das wäre schon mal ganz nett. Nein, aber noch mehr Münzen, das verspricht doch. Genau, Schlüssel. Eins nur, ein Herz nur noch. Das ist, weil ich mich so dämlich anstelle. Weg, weg. Ich hätte eigentlich, finde das ungut, mit einem Herz jetzt schon in den Bosskampf zu müssen. Was haben wir denn? Das sieht gut aus. Speedshot plus Shotspeed, Speed. Plus irgendwas. Ich habe bis heute nicht rausgefunden, was da noch plus ist. Könnt ihr ja mal schreiben. Warte mal, Speed plus Shot Speed. Vielleicht Tiers Up. Vielleicht. Das würde auch noch passen eigentlich. Einmal 12 Münzen kommen. Das gebe ich mir mal. Und natürlich gebe ich mir das. Aber hallo. Balls of Steel. Sehr geil. Telepill. Okay, Telepill merken wir uns. Könnte nochmal nützlich sein. Könnte wirklich nochmal ganz nett sein. Und Full Health. Ah ja, super. Das, also war es eher eine Bad Trip Pille, aber okay. Larry Jr. Ah, du bist kein Problem, wollte ich gerade sagen. Aber ich habe genug Herzen. Du kannst mir gar nichts. Und mit dem Vogel mache ich mir jetzt auch ein bisschen Schaden. Also dauert das nicht so lange. Ich hätte gerne Bombe. Super Bandage. Das ist nett, aber naja, gut. Guck mal. Ha! Perfekt. Das ist glücklich. Eigentlich wollte ich ja in den Error-Raum, aber ist auch nicht so schlecht. 4 Herzen schon mal mit Eve. Also, wir sind quasi Maggie. Maggie mit ein bisschen mehr Schaden. Ist okay. Ach, Gluttony. Gluttony, du bist so, also, wenn es einen Zwischenboss gibt, den ich ja so total langweilig und ätzend finde, dann Gluttony, weil er gibt keine guten Items. Du kämpfst gegen ihn und kriegst eh nur Bullshit. Das ist vorprogrammiert. Gluttony, du hast nichts. Du hast nur Bullshit anzubieten. Ja, hör auf damit. Hör auf damit, habe ich gesagt. Macht man nicht. Nein, böser Gluttony. Naja, gut. Vielleicht nicht ganz Bullshit. Balls of Steel. Die hebe ich mir noch auf. Falls die blauen Herzen mal weg sind, dann kann man das immer noch gebrauchen. Nee, das sollte ich nicht tun. Ich sollte, ja. Komm weg hier. Pam. War. Wenn ich das schon zerstören will, dann sollte ich auch weggehen davon. Ein Raum. Geh weg. Geh weg. Na komm. Ah, warst du nicht dicht genug dran. Cartable Lovers, uninteressant, außer wir finden eine Blutbank, dann doch durchaus interessant, aber eine Bombe wäre mir eigentlich lieber. Eine Bombe wäre mir wesentlich lieber. 2 Bomben, noch besser.
für diese Kiste hier. Pam. Und wir finden Skull Curse Skull. Das dämlichste Trinket of all time. Und ich hab's heute auch mit den Spinnen, kann das sein? Gut, wir sind ja auch nicht im Basement, wir sind ja auch im Cellar. Ich glaube, ich war noch... Waren wir schon mal im Cellar in diesem Let's Play? Boah, ich glaube nicht, oder? Ich denke doch nicht. Kann mich natürlich irren. Wäre jetzt nicht das erste Mal, dass ich mich irgendwie irre. Aua. Ja, ich leide mit Eve. Ich leide mit meinen Figuren. Mit meinen Charakteren. Ich fühle mich Videospielen sehr verbunden, sodass ich sogar mit ihnen leide. Ja. Nein. Natürlich nicht. So, kurzer Check. Nein. Das wäre auch zu schön gewesen. Oder eine Blutbank wäre aber jetzt gar nicht, echt gar nicht so schlecht. Könnte man nochmal ordentlich Geld und Schlüssel farmen. Wobei Schlüssel werden wahrscheinlich weniger das Problem sein. Aber hey, was man hat, hat man. Nimm, was du kriegen kannst und gib nichts wieder zurück. Sagte einst ein kluger Pirat. Den Spruch bringe ich doch öfters mal in meinen Videos, wie ich bemerkt habe. Da ist eine Münze, aber dafür ist mir die Bombe nicht... Ist es mir nicht wert. Oh, das heilige Wasser. Nein, Weihwasser in dem Fall. Ist total... auch nicht wirklich mein Lieblings-Item. Ziemlich nutzloses Item sogar. Eine Trinket-Maschine. Wir haben kein Geld. Naja, dann kriegen wir Geld. Perfekt. Sehr schön, Adaim. Ach, jetzt gucke ich nochmal in den Shop. Obwohl, jetzt könnte ich die Münze da hinten... Gib mir doch noch eine Münze. Wir finden doch bestimmt noch irgendwo eine Münze. Wir haben doch bestimmt irgendwo noch Feuer angelassen. Gib mir Feuer. Zeigt mir Feuer. Komm schon. Sag mir, dass wir irgendwo noch eine Münze haben. Vielleicht im Shop selber. Da könnten wir Glück haben. Oder es ist greedy. Das gehe ich einfach mal ein. Allein wegen dem möglichen Geld, was wir dann durchkriegen könnten. Und da wir eh genug Schlüssel haben müssen. Die Leiter. Ich will die Leiter haben. Es ist ärgerlich. Vielleicht kriegen wir ja die Box als Belohnung, wenn wir diesen Boss besiegen. Das wäre auch schon mal ganz nett. Genau. Das ist die beste Taktik. Er soll auf jeden Fall seinen Scheiß selber platt machen, wenn man eh keinen Schaden macht. Ja, stehe einfach mittendrin. Da ist es sogar mal richtig gut gewesen. Gib mir die Box oder irgendwas als Belohnung. Nein, Food. Aber das könnte ebenso interessant sein. Na toll. Es läuft. Es läuft einfach mal. Jetzt habe ich gehofft, jetzt kann ich mal richtig schön was abstauben. Bei ihm. Hörst du auf... Ja, ich renne noch rein, genau. In die letzten Partikel seines Strahls renne ich noch rein. Sag mal, hörst du mal auf zu chargen, Kollege? Hallo? Quatsch, nicht chargen, sondern hier, zu strahlen. Der hat's aber auch, oder? Krampus, du Idiot. Du gibst mir wahrscheinlich eh wieder nur die dämliche Kohle, die ich auch total nicht mag. Das ist ein totales Schrott-Item, finde ich. Den Damage... Das Damage-Up merkt man eigentlich so gut wie gar nicht. Aber eine Bombe und damit kriegen wir die Münze. Okay, dann hat es sich doch ein bisschen gelohnt. Kriegen wir eine Münze, wodurch wir uns die Leiter holen können. Ist doch schön. Dann ist mir die Bombe das sogar wert, weil die Bombe gleichbedeutend mit einer Leiter ist. Und das wiederum, Kinder, ist ein guter Tausch. So, komm. Pumpst dich. Jawohl. Halt, Schlüssel. Den nehmen wir natürlich auch mit. Ein Schlüssel in Ehren kann niemand verwehren. Würde kein kluger Isaac-Spieler machen. Selbst wenn man schon 99 hat, nimmt man auch den letzten noch mit. Nein, das, na gut, das nicht, aber... The Ladder. So, die Leiter ist wirklich sehr praktisch. Weil ich so unglaublich selten Flug-Items bekomme, das muss ich einfach mal sagen. Ich bin auch meistens zu... Oh, verdammt. Ich bin auch meistens ein bisschen zu geizig, mir die bei Krampus dann zu holen, die man da erwerben kann. Geht mal weg. Oh, sprichst mich. Ja, gut, das ist dann okay. Nicht bewegen. Ist die Devise. Stirb. Ich hätte gerne ein bisschen Schaden. Das würde mir nichts schaden. Oh, komm, stirb, 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 stirb. Stirb, 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 stirb. Na toll. Oh, jetzt gehe ich auch hier rein. Was krieg. Ach, komm, leck mich.
Lords of Steel. Das ist sehr nett. Können wir ja gleich schon wieder in den Shop gehen. Das ist ja wunderbar. Das läuft ja. Also wir sind ja heute auf richtiger Shopping-Tour. Ja, komm. Nerv nicht. Versteck dich doch nicht in der Scheiße. Ist doch scheiße, was du da machst. Okay, das ist ganz wichtig, dass wir das mal machen. Wuppidoppido. Einmal rum. Und die Kiste gibt uns einen Schlüssel, eine Bombe. Die Bombe ist natürlich sehr schön. Der Schlüssel ist mir ziemlich wurscht mittlerweile. Na komm, stirb. Wunderbar. Ja, die Leiter ist jetzt... Ist ja jetzt unser Knackpunkt in solchen beschissenen Räumen mit so vielen, Spalten. Das kann nur nützlich sein. Das war knapp. So, bisher läuft es ja eigentlich ganz gut, außer dass wir noch ein bisschen mehr Damage gebrauchen könnten. Die Kohle ist jetzt halt, wie gesagt, nicht wirklich der tolle Damage-Bringer. Genau, stirb einfach mal. Gib mir noch eine Münze, wunderbar. Jetzt kommt Greedy wahrscheinlich. Nein, die Batterie. Super. Nehme ich einfach mal mit. Ich hoffe mal... Die Bombe... Nee, für eine Bombe gebe ich jetzt kein Geld aus. Keine 5 Münzen auf jeden Fall. Ich hoffe mal, dass wir noch ein Spacebar-Item finden. Und zwar ein ordentliches. Das wäre natürlich jetzt sehr gut in Verbindung mit dem... Mit der 9-Volt-Batterie. Okay, das könnte ein bisschen blöd werden hier. Die Ausweichmöglichkeiten sind begrenzt. Möchte ich mal anmerken. Aber es ist machbar. Na komm. Na. Du willst doch sterben, ich seh's doch. Ich seh's in deinen Augen? Pride, ist okay. Nehme ich als Zwischenboss immer mal wieder gern gesehen, weil er ziemlich unspektakulär ist. Super Pride ist wieder was anderes. Da braucht man ein bisschen Speed, um gegen ihn zu kämpfen. Und eine Münze, eine Karte, Judgment. Ah ja, Judgment hebe ich mir auf. Das auf jeden Fall. Ein bisschen mehr Geld. Vielleicht den Geheimraum noch finden. Oder in einem Satanraum das Ganze zu machen. Oder natürlich in einem Engelsraum. Das wäre dann schon echt nice. Und das könnte... Aua. Genau, treff mich einfach trotzdem noch. Hab ja nur 20 Mal auf dich geschossen. Ist dir ja egal, ich weiß. So, weg. Weg. Weg und weg. Das ist ein sehr angenehmes Raumlayout. Book of Shadows, warum nicht? Ach ja, Quatsch, Anarchist Cookbook. Dann sage ich auch hier, warum nicht? Es gibt wesentlich schlimmere Items. Und ich vermute mal, hier einen Geheimraum. Ah, perfekt. Nötig will ich nicht. Gib mir das Geld. Oder eine Pille. Bombster Keys. Wow, jetzt haben wir 12 Bomben. Ja, nehme ich sogar. Judgment. Na toll. Na komm. Gib mir was. Gib mir was. Gib mir was. Gib mir was. Komm, einmal noch. Wow. Ganz ehrlich, nein. Du dummes Arschloch. Super. Ich sehe schon, das versaut mir jetzt gleich den Run, ich sterbe. Das ist... Da war ich jetzt zu spielsüchtig wieder. Naja, komm. Das kriegen wir hier befallen. Könnte ekelhaft sein. Befallen könnte ekelhaft werden. Das wollen wir mal gar nicht ausschließen. Komm, teil dich mal. Na komm, teil dich mal. Ich möchte dich... Dann mit einem schönen Kochbuch beglücken. Ich möchte dir was kochen, Junge. Was Feuriges, was Heißes, was Explosives. Und komm. Komm her. Das hat auf jeden Fall sehr gut getroffen. Also bin ich vom Kochbuch nicht gewohnt. Er ist nicht schnell. Das ist schon mal ganz nett. Das Schlimmste ist wirklich das Gecharge, das Laserfeuern danach. Okay, jetzt charge dir beide. Das ist interessant. Das könnte jetzt ziemlich ungut werden, wenn der eine sein Laser schießt und ich da vielleicht reinrennen. Genau das meine ich. Aber wir sind ja zum Glück noch auf einer Stage, wo wir nur einen halben Schaden kriegen. Deswegen ist das machbar. So. Jetzt ein bisschen
Spirit of the Night. Ich habe ein Flug-Item. Yay. Genau das Item meinte ich auch. Das kann man sich auch sehr häufig bei Satan kaufen. Mache ich nie. Oh, Caterum, da gehe ich doch rein. Weg mit dir. Dich mag ich überhaupt nicht. Oh, Cancer. Cancer ist toll. Wobei, erstmal Flat Penny. Wir müssen erstmal Münzen sammeln. Ja, komm. Zweimal spiele ich. Schlüssel sammeln, meine ich natürlich. Wunderbar. Nee, ich nehme es mal noch mit. Wobei, ich sammle erstmal Herzen, ehrlich gesagt. Ich muss ja die Münzen nicht aufnehmen. Die wir unterwegs vielleicht finden. So, du Sack. Mit dir spiele ich nicht mehr. Mit dir nicht mehr. Cancer bewirkt, dass unsere Tiersabrate sich verdoppelt. Was wirklich sehr, sehr nett ist. Ich sag mal so, es gibt wesentlich unpraktischeres. Und weg mit dir. Achso, und wir kriegen natürlich Ucha-Tiers. Das heißt, sie fliegen durch Stein. Aber ich glaube, muss ich das Spiel eigentlich noch groß erklären? Ich mach's einfach mal so nebenbei noch ein bisschen. Kann ja einfach nicht schaden. So habe ich ein bisschen Dämlichkeit. Genau, so ein bisschen Commentary auch nebenbei. Oh, ihr seid nett. Ach komm. Wunderschön. Ist ja sogar mal richtig nützlich, das Buch. Normalerweise schade ich mir damit eher selbst. Matchstick für Bomben. Nein, Cancer ist da einfach besser. Was einfach immer wieder eine super makabere Aussage ist, dass man sich über Cancer freut. Oh, Moment, Moment, Moment. Ich mach das mal so. Das sind mir doch ein bisschen zu viele da. Ja, natürlich renne ich hier nicht rein. Natürlich, warum auch nicht? Warum auch nicht? So, oh, ich hätte gerne mal ein Herz. Ein Herz, ein Herz. Die scheiß Bloodbank. Die muss ich vielleicht sprengen dann. Moment, das mache ich anders. Komm. Ich möchte mich damit nicht so lange aufhalten. Weg und weg. Eine Münze. Oh, ich müsste langsam mal... Das ist alles so ein bisschen doof. Achso, ist ja auch noch ein Trinket-Automat. Nee, Trinket. Na wohl, da könnte ich Seelenherzen. Jetzt ist es eh zu spät. Bomben. Ich muss dich sprengen. Wenigstens ein halbes. Das ist schon mal etwas... Naja, gut, Flappendi, lass jetzt hier. Ich habe 4 Schlüssel. Brauche ich echt nicht mehr. So, du Affe. Von dir will ich nichts. Das ist sehr angenehm. Normalerweise mag ich dieses Raumlayout überhaupt nicht mit den Gegnern, aber so ist das sehr angenehm. So, die Bomben hätten... Achso, ja gut, dann muss ich das so machen. Stimmt, Ucha-Tiers, die sind auch... Können auch ein Nachteil sein. Ihr seid ekelhaft. Böser Raum, böser Raum, böser Raum, böser Raum. 6 Spinnen, das ist... Das ist selbst mir ein bisschen zu viel. So, nur noch... Mach doch nicht so einen riesen Jump dann auf einmal. Ah, und ich habe es natürlich aus Versehen eingesammelt. Das ist natürlich ärgerlich. Doctor's Remote. Finde ich ehrlich gesagt nicht so toll. Nö, ich bleib beim Kochbuch. Doctor's Remote ist halt insofern schlecht, dass es ewig dauert, bis es unten ist. Aber kurz gebrauchen kann ich es dennoch. Und zwar hierfür. Nein, kein Geheimraum. Gut, das wissen wir dann schon mal. Ist jetzt natürlich das Blöde, dass hier in der Stage so viele, der Geheimraum überall sein kann. Also viele Möglichkeiten gibt dafür. Dann ist er eben hier. Wunderbar. Und, oh, das ist natürlich wunderbar. Der One-Up-Pilz. Jetzt kann mir der Rest wirklich egal sein. Das ist schon mal ein verdammt gutes Ding, was wir jetzt bekommen haben. Moment, da unten ist... Ach nee, das war das Trinket hier, Matchstick für mehr Bomben und so ein Scheiß. Apropos mehr Bomben, ne? Greedy? Greedy. Greed. Ich nenne ihn Greedy, fertig ab. Ach komm. Ganz ehrlich. Dafür haben wir es doch. Da zeigt sich auch so ein bisschen den... Ne, Moment. Ne. Da farm ich jetzt Münzen. Also den Spaß mache ich mir. Ich meine, wir haben zwar noch 2, aber auch die können wir ausgehen, wenn wir noch ein paar Truhen finden. Von daher... Gehen wir mal auf Nummer sicher und holen uns noch den einen oder anderen. Das macht man einfach.
Das würde man in einem normalen Isogren wahrscheinlich wirklich tun. Und warum sollte ich das dann hier nicht tun? Das. Und jetzt sage ich so oft tun, obwohl ich das Wort tun überhaupt nicht mag, ehrlich gesagt. Ja, ich mag es nicht, etwas zu tun, richtig. Das kann man so sagen. Und jetzt habe ich gerade so getan, als würde ich mich wirklich direkt mit jemandem unterhalten. Aber ich unterhalte mich ja auch. Und zwar mit euch, auch wenn ihr mir hier nicht direkt antwortet, sondern etwas zeitverzögert, wenn ich das Video erst hochgeladen habe. Dafür gibt es ja die Kommentarfunktion. Die dürft ihr gerne benutzen. Dazu lade ich euch herzlich ein. Um mal so ein bisschen richtig schlecht Werbung gemacht zu haben dafür. Aber ey, stehe ich zu. Ich würde gerne das weiße Herz behalten, aber ich glaube, spätestens beim Boss wird es am Ende sein. Habe ich einfach mal so ein Gefühl, weil so wie ich mich bisher im Bosskämpfen angestellt habe. Wobei, hier unten möchte ich auch gern rein, aber dafür habe ich generell zu wenig Herzen. Und das Schöne ist, mir schwebt die ganze Zeit so Nisa im Nasenflügel rum. Es kitzelt und kitzelt, aber es will nicht so richtig. Das ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Oh, wobei, was könnte wiederum klappen mit, boah, da gehe ich mal weg. Gut, bisschen Schaden gekriegt. Ja, wobei, wenn du jetzt, ja gut, dann hat sich das erledigt. Spinne, geh mal weg. Der pumpt aber auch ganz schön, der Kerl. Aber mir fehlt immer noch ein Damage ab. Aber Herzen sind schon mal was Nettes. Und noch ein bisschen Futter. Wunderbar. Gut, dann habe ich halt da auch mein Health ab. Ist ja jetzt auch nicht schlimm. Da haben wir. Jetzt spätestens hätte ich auch Maggie freigeschaltet wieder, aber das haben wir ja schon. Obwohl, ja, Feuer lasse ich mal schön an, obwohl, das kann ich eh nicht ausmachen. Kann ich schon ausmachen, aber relativ schwer. Von daher. Komm, weg mit dir. Natürlich. Warum stelle ich mich auch immer mitten im Weg? Ich stehe immer im Weg. Aber ist schon eine sehr schöne Kombi, die ich hier fahre. Okay, das lasse ich mir nicht nehmen. Oh, The Rock, das ist natürlich echt geil. Dwayne Johnson hat uns besucht. So, komm, stepp mal alle. Du sowieso. Ich mag sie nicht mit ihren 5 Meter langen Kopfangriffen. Das ist echt unfair. Small Rock Damage up. Da geht's mir doch gleich. Wow, da will ich nicht rein. Geht's mir doch gleich viel besser. Natürlich. Auf eine schöne Sache folgt eine blöde Sache. Moment, ich muss mich einfach nur... Komm her, komm. Wunderbar. Und trotzdem lasse ich mich treffen. Ist ja geil. So, die Stacheln sind ja nicht nur für mich gefährlich. Mache ich das Handy nie aus? Warum mache ich das Handy nie aus? So... Lautlos. Ich habe gedacht, das hätte ich gemacht. Skype. An Skype habe ich diesmal gedacht sogar. Es ist mir heute nämlich schon mal passiert in der Aufnahme. Dieses Video kommt ja... Warte mal, was haben wir heute? Den 9. glaube ich. Den 9. April, damit ihr mal ungefähr wisst, wie lange der Zeitraum her ist dann. Zwischen Aufnahme und Veröffentlichung dieses Videos. Also es sind, glaube ich, 2 Wochen, wenn ich mich nicht irre. Wieso hast du mich noch erwischt, du Sack? Warum? Es hätte echt nicht sein müssen. Wir hätten doch über alles reden können. Du musst doch nicht immer gleich auf die Gewaltschiene gehen. Das ist so uncool. Das ist auch uncool. Einfach bewegen. Und einfach mal einen Hit. Alter. Komm her. Ich mach das jetzt einfach so. Warum mach ich das nicht eigentlich gleich so? Es wäre viel einfacher und besser gewesen. Komm her. Okay, das ist ultra unfucking uncool. Leck mich am Arsch. Ihr könnt mir gar nichts. Ich bin unbesiegbar. Das stimmt in einem Fall sogar, weil ich ja noch den One-Up-Pilz-Intus habe. Ja, das nehme ich doch gerne. So, was haben wir hier? Nehme ich... Nehme ich. Moment, das ist eine Telepill. Ja. Nehme ich auch für den Fall nach dem Boss dann. Für eventuellen Error-Raum und... Okay, ich brauche Geld. Hätte ich mal die Pille doch nicht genommen. Ja, mit 6 Münzen will ich den... Ach, komm, wir versuchen es schon mal. Vielleicht finden wir ja noch ein bisschen Geld. Bitteschön.
Und bitteschön. Und bitteschön. Und was kannst du uns geben? Die Leiter haben wir schon. Kompass oder Karte könntest du uns noch geben. Oder halt One oder ein Health-Up natürlich. Erstmal gibst du uns nur diese Bombe. Okay. Eine Bombe für 6 Münzen. Da hätte ich lieber im Shop eine kaufen können. Aber ich habe so viele Bomben. Okay, der Raum ist angenehm. Das nehme ich doch mal gerne als Abwechslung. Da komm, erstmal dich da unten. Dann... Wo kam diese Fliege jetzt her? Stirb. Stirb. Sterbt. Im Namen der Liebe. Die Kraft der Liebe. So, was fehlt uns noch? Der Dingensbummensraum. Der Itemraum fehlt uns noch. Ein Spirit Heart, sehr schön. Ja, wobei, Health haben wir jetzt eigentlich hier. So, jetzt kommt der immer noch nicht. Aber hier kann ich nochmal ein bisschen... Ich hatte auf Geld gehofft. Naja, gut. Warte mal, hier, die Steine lohnt sich auch immer aufzumachen. Wenn wir das dann aufmachen würden. Mach auf. Da verbergen sich nämlich auch immer mal Spirit Hearts drin. Na, nimm ihn doch. Oder geht das nicht, weil ich fliegen kann? Naja, ist egal. So, du stirbst da oben bitte mal. Danke, weil es arschknapp war. Einfach weil es arschknapp war, soll er sterben. So, du Kollege, brauchst mir gar nicht hinterherlaufen. Stalker mag ich nicht. Noch ein Herzchen und wir haben die Bohne. Na super, wir nehmen sie einfach mal, bei Black Bean. Gut, was heißt, wir nehmen sie mal? Mitnehmen kann man sie immer, so ist ja nicht, aber... Das heißt, wenn wir getroffen werden, kriegen wir den Bohneneffekt. Also es schädigt nochmal Gegner, die uns direkt hitten. Könnte in diesem Run vielleicht gar nicht so schlecht sein, da das ja schon häufiger passiert ist. So, ich gehe erstmal auf dich. Ach, komm schon. Teil dich doch einfach mal richtig schön scheiße. Warum auch nicht? Warum denn auch nicht? Ich gehe auch meistens zu nah an die Gegner heran. Das gebe ich ja zu. Aber das resultiert auch ein bisschen aus Ungeduld. The Book of Sins has appeared in the basement. Ah, Schubnerwupp. Auch nett. Würde ich auch gern mitnehmen. Wusch. Aber ich bleibe natürlich beim Book of Revelations. Das ist wesentlich angenehmer. So, bin wieder da. Suchen wir noch den Geheimraum, würde ich sagen. Nein. Wunderschön. Und in mir steigt ein Nieser auf. Sofern ich niesen sollte, werde ich das natürlich irgendwie wegcutten. Gib mir den Geheimraum. Ist ja nervig. Komm, ich werde jetzt nicht alle Bomben verschwenden müssen. Wunderbar. Warum? Na, immerhin. Oh, sehr toll. Für Judgment ist das toll. Okay, dann hat sich der Geheimraum halt doch wieder gelohnt. Ein bisschen glücklich ist es ja schon, was wir hier veranstalten, immer. Dass selbst die beschissenen Zusatzräume uns noch was geben. Wunderbar, herrlich. Richtiger Tank sind wir gleich wieder. Wobei Tank, ja, gut, viel HP. Das ist okay, aber so eine gute Verteidigung haben wir deswegen noch nicht. Also würde ich uns noch nicht als Tank bezeichnen. Tanks haben ja auch halt eine gute Rüstung noch dazu, neben viel HP. Und gucken wir mal, was uns als Endgegner erwartet. Ach ja, Famine. Ah, da kriegen wir uns gleich unser erstes Ding jetzt. Item. Na herrlich. Na herrlich. Es läuft ja. Stirb. Perfekt. Und komm, 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 komm. Ah, holt sich aber noch da raus, die Sau. Ja, komm her. Komm, ich glitsch das jetzt einfach mal. Es geht so halt ein bisschen schneller. Oh, Engelsraum, das ist nett. Die Bibel. Oh, auch nett. Ah, da könnte ich schön was skippen. Ha. Das ist echt verlockend gerade. Zumal wir gleich bei Mom schon sind. Ah, das ist echt.
Ja, im Armkampf skippen kann einfach mal echt Schaden bewahren. So, und jetzt noch die Telepill. Nein. Oh, natürlich bis ganz hinten hin. Natürlich. Anders durfte es einfach nicht sein, oder? Ist ja geil. Ach komm, jetzt gehe ich hier noch mal rein. Perfekt. Das kann man durchaus mal nehmen, ist akzeptabel. Yay! Engel! Wobei das Book of Revelations ist natürlich auch sehr schön, aber hey, wir nehmen die Bibel und skippen wir das Ganze bald mal. Ach, habe ich gerade gesagt, dass der nächste schon Mom ist? Ja, ist er sogar. Ist es ja auch, stimmt. Nee, ist schon alles richtig. So, ihr kleinen Mini-Vaginas. Weg mit euch. Mal nicht so die Klappe aufreißen, Kollege. Noch eine Telepill. Wunderschön. Nehme ich immer erst am Ende. Oh, fuck. Ja. Nein, lass mich raus. Muss ich noch erwähnen, dass ich mich gegen die immer schwer tue? Ich glaube nicht. Ich denke ja nicht. Sollte man gesehen haben. Das ist natürlich uncool, was hier passiert. Das ist echt uncool, was hier passiert. Ja, man merkt's, Necropolis. Wir sind da. Herrlich. Aber bisher mache ich... Schaffen wir das ganz gut. Geh weg. Geh weg. Da ist der Cube of Meat manchmal so ein bisschen negativ, wenn er sie so einfach streift und zum Explodieren bringt. Aber naja, okay. Wir haben es ja überstanden. Und du kriegst erstmal Futter, mein Kleiner. Gibst uns eine Bombe, das ist nett. Und noch was zu essen. Also HP-mäßig und dann noch die One-Up-Pilz. Also verlieren können wir eigentlich nicht mehr. Ja, ich gucke einfach mal Interesse halber rein. Monsters Manual. Ja, warum nicht? Was auch immer. Egal. Telepathie von Dummies. Ich benutze sie einfach mal. Warum nicht? Kann man ja mal machen. Nochmal Greed. Kollege, du gehst mir ganz schön auf den Sack. Ich hatte dich heute schon mal. Ich mag es nicht, wenn er zweimal auftaucht. Ist immer schlecht. Na komm her. Bäh. Bäh. Genau, gib mir Steam Sale. Warum auch nicht? Das lohnt sich auch so. Ja, komm. Geheimraum. Trinket-Automat, Trinket-Automat. Ja, komm. Wir spielen eine Runde. Ich spreng das hier schon mal auf. Nee, will ich nicht. Ja, naja, reproduzieren okay, aber heiraten bin ich jetzt nicht so der Fan von. Na komm, don't leave the house today. Muss ich aber, weil ich noch einkaufen gehen muss. You are throwing your life away. Das macht wahrscheinlich jeder in gewisser Art und Weise. Und nochmal ein bisschen Geld wieder. Das ist ja sehr nett. Ein Seelenherz immerhin. Das, ja, kann ich mitleben. Oh Gott. Na komm, stirb. Na komm, danke. Und du bist hier. Eine Pille, eine Pille, eine Pille, eine Pille. Bombs are keys. Aktuell ziemlich nutzlos. Dann nehme ich lieber die mehr Bomben. Ist ja wohl logisch. Und das ist total uncool. Ja, erstmal weg damit. Da in der Mitte. Denn ich möchte den Scheißhaufen loswerden. Da ist nämlich schon viel Geld drin. Wenn das mal... Danke. So langsam bewegt sich was. Na komm. Na. Komm schon. Danke. Nein, geht doch nicht alles da hoch. Jetzt will ich noch da durch. Wunderbar. Und hui. Immer wieder knapp. Ah, komm schon. Muss doch nicht sein.
Das ist so knapp alles. Hab. Mach du mal Hab. Ja, ja. Money, money, money. So, uns fehlt aber noch ein Raum. Ihr wisst auch genau welchen. Und. Wuppa. Gut, wir sind zum Glück schnell genug. Achso, das war Bombsa Keys. Das ist uninteressant. In dem Fall auf jeden Fall. In dem Fall auf jeden Fall. Hey, Wortkreation. Nein. Leave me alone. Eine weitere Bombe. Immer wieder gern. Oh Gott. Ja, es war toll reagiert. Warum bleibe ich eigentlich nicht hier hinter? Ich habe doch Ultra-Tiers. Vergesse ich gern mal. Das ist genauso, wie man gern vergisst, dass man die Leiter hat. Aber die Leiter ist total nutzlos. Das ist ein toller Kauf gewesen. Das muss man ja einfach mal so sagen. Aber kann man ja alles vorher nie wissen. Deswegen gräme ich mich eigentlich auch nicht. Was ich nicht wissen kann, kann ich nicht einkalkulieren. Ist ja... Seit wann kann der auf Felsen springen? Unfair. Okay, warum mache ich das nicht eigentlich? Ich Idiot. Weil ich von hier aus nicht treffe vielleicht. Na komm. Na, stirb. Danke. Und. Wunderschön. Oh, jetzt ist aber echt mal genug. Also so ein bisschen kann man es auch übertreiben mit den Scheißmasken. Na komm schon. Und da springe ich weg. Den Stein haben wir ja schon gekriegt. Das ist eigentlich schade. Ich hätte ihn gerne nochmal. Damage kommt. Ah, Speed and Range. Ja, ist okay, aber... Ist okay. Ist kein Damage up, was ich lieber hätte. Ein bisschen enttäuscht bin ich. Ah ja, dafür brauchen wir ja nicht groß kämpfen. Ist ja vielleicht auch ein ganz netter Nebeneffekt. Hier sollte ich natürlich die Telepill am Ende nicht benutzen. Das wäre sehr, sehr unklug. Weil sonst habe ich das Spiel getötet. Hallo, Mom. Wiedersehen, Mom. Oh, das ist natürlich wiederum nett. Squeezy. Ah, das lässt sich sehen. Ich sag mal so, eine gute Tierrate ersetzt ja auch so ein bisschen einen Schaden. Ersetzt den Schaden ja auch so ein bisschen, aber... Nicht in dem Maße, wie man es vielleicht... Uhuhuhu. Ja, da muss ich vielleicht mal ganz kurz... Lalala, lasst mich vorbei. Ich bin Arzt. Ich bin Eve. Ich sag mal so, der erste Eve-Run lief ja auch nicht. Okay, das war echt knapp. Der erste Eve-Run lief ja auch nicht so schlecht. Das kann man ja alles nicht sagen, aber... Eine Pille, die will ich natürlich haben. Ist wahrscheinlich die schlechte. Ja, Range Down interessiert mich nicht. Was haben wir hier? To the Stars interessiert mich auf der Ebene auch nicht. Nehmen wir mal das hier. Vielleicht kriegen wir... Oh. Auch nett, aber leider in dem Fall nicht so nützlich wie Cancer. Wobei Giftschaden natürlich auch nett ist, aber da kriegen wir halt nur eine prozentuale Chance, dass irgendeine Träne mal eine Giftträne ist. Und ja, dankeschön für den Hit. Den nehme ich doch gerne. Ist ein wahrer Hit hier, alles. Ich finde es ja fast schon unverschämt, dass ich diesen Lauf einfach mal gewinnen werde, so schlecht wie ich spiele, wenn ich ehrlich bin. Und ich muss gerade mal Näschen putzen. So, bin wieder da. Oder vielleicht habe ich es auch einfach weggekattet. Ihr werdet es ja sehen. So, gib mal gut die Perle. Ist mir auch völlig egal. Mehr Mom-Items. Mom-Items sind einfach mal kacke. Außer Moms Contacts. Ach komm. Nimm. Take these, bitch. Ich hoffe auch wenigstens, dass es der richtige Weg ist. Und da hat Flash mal ganz kurz bäh gesagt. So wie die hier. Die sagen ja auch nur bäh. Sie sagen ja eigentlich nur ihre Meinung, aber auch wenn die Meinung nur wäh ist, ist das nicht super begründet oder Mimimi. Es gibt so viele Leute, die Mimimi sagen. Finde ich ja ganz furchtbar. Ist natürlich ein Eigentor und das darf das Erdmännchen auch nie erfahren, aber hey. Wah. Nein. Mimimi ist das beste Argument, was man machen kann. Was man äußern kann.
Na komm, na komm, na komm. Ich mag diese, was sind das nochmal? Welche Krankheit soll die darstellen? Einfach nur Bandwürmer? Einfach nur irgendwelche Wurmerkrankungen, ne? Sie sind ziemlich lästig. Gut, Wurmerkrankungen sind wahrscheinlich immer lästig, das vermute ich einfach mal. Ich hatte noch keine, von daher, ich brauche auch keine, wenn ich ehrlich bin. Ich bin ja total neugierig. Ich probiere sehr, sehr viele Sachen aus. Aber bei Wurmerkrankungen sage ich mir dann doch, nee. Na super, ey, warum? Warum du? Ganz ehrlich, es hätte jeder sein dürfen. Warum ausgerechnet du? Ja, Glitch, geh einfach in die Wand rein, ist richtig so. Komm hier, friss Schaden. Aua. Na, wenigstens bist du mal ganz nett heute. Stirb wenigstens. Ich würde ja sogar gerne dein Pferd nehmen. Allerdings bist du total uninteressant mit dem Pferd. Das Pferd. Ich nehme es einfach mal, damit wir es hatten. Wusch. So, die Bibel. Bibel ist einfach wesentlich angenehmer. Wesentlich nützlicher für den Kampf. Wobei, das Pferd hätte ich auch nehmen können. Ich meine, Marms Hart ist nicht schwer. Aber allein, weil wir so wenig Schaden machen, kann sich das halt hinziehen. Und da habe ich echt keinen Bock drauf. Komm weg hier. Ich möchte jetzt aber nicht zu viel HP noch verlieren. Ich möchte gucken, ob wir dann gegen Satan kämpfen oder nicht. Ja, gut, dann halt so. Meine Fresse, ey. Oh, jetzt ist vielleicht doch interessant, HP zu verlieren. Nimm mal. Ja, die Fork brauche ich nicht. Ach, wir sind ja auch. Hier, wir sind Wurmp. Okay, ich dachte gerade, wir sind in Utero. Weil hier ja so viel Mist kommt. Komm her, friss. Du darfst doch gerne Bombe fressen, komm. Da, hab. Mach Happa. Komm, stirb einfach. Ich hätte gern, dass hier noch ein paar Herzen spawnen. Balls of Steel. Okay, Balls of Steel reicht mir, ehrlich. Zweimal Balls of Steel, okay, das reicht mir. Das heißt, komm mal her, gib mir Schaden, gib mir Schaden, gib mir Schaden. Wunderbar, gib mir Schaden. So kann ich dich auch töten, das ist natürlich auch ein netter Nebeneffekt und das schon. Ich brauche noch mehr Schaden. Ich hole mir den Schaden am Ende bei dir, Kollege. So dämlich, wie ich mich bisher bei dir angestellt habe, ist das vielleicht nicht so ganz cool. Was du da hinlegst, finde ich jetzt auch nicht so ganz cool, ehrlich gesagt. Und cool ist so 90er, das Wort. Ich weiß. Aber so, komm mal her. What a horrible night. Jo. Kann ich mit leben. Balls of Steel. Da ist noch ein Herzchen. Das ist auch okay. Nehme ich. Nehme ich. Wobei, ich könnte auch in dem. Ich könnte auch einfach mal so bleiben, aber. Erstmal gucken, was wir hier kriegen. Na gut, wir kriegen ein HP-Update, also ist das eh egal. Aber haben wir es zumindest für diesen Raum. Das ist schon mal nicht ganz unpraktisch. Ich habe ja auf Damage gehofft oder so. Das wäre einfach mal wesentlich praktischer gewesen. Ja, deine Bombenfliege kannst du gerade mal behalten. Nee, nee. Sag mal. Hörst du mal auf, da ständig was auszuscheißen, Kollege? Wenigstens machen wir so mal ein bisschen Schaden auch. Deswegen hatte ich ja überlegt, auch so zu bleiben. So, Monstro 2. Monstro 2 ist natürlich interessant. Weil Monstro 2 ist total lächerlich einfach. Das ist wirklich lächerlich. Also wenn man ja weiß, wie man bestimmte Gegner anpackt, sind sie wirklich total lächerlich einfach. Aber so soll ja Bosskampf sein. Bosskämpfe haben halt ihr Muster. Man muss es erkennen und es gegen sie ausspielen. Von daher ist das völlig legitim, finde ich. Also, da kann sich keiner beschweren, dass das irgendwie langweilig wäre. Ich könnte das natürlich auch alles in die Länge ziehen, aber warum denn verheimlichen, was man kann? Und das Schöne ist, dass wir auch auf direktem Wege den Bossraum gefunden haben.
Das ist einfach mal wunderschön. So, das Herz holen wir uns noch, wenn wir eh schon den Modus nicht mehr haben. Warum nicht auch mit genügend Herzen da reinziehen? So, hallo Mami. Wiedersehen, Mami. Eraser. Es appeared in the basement. Wir kriegen keinen Boss, keinen Double Room. Deswegen muss ich mich verabschieden. Ich sage auf Wiedersehen, liebe Leute. Danke fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir hat's auf jeden Fall gefallen mit Eve the Run. Und wir haben The Nail bekommen. Ach ja. Tolles Item. Wirklich tolles Item. Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wenn Lukas wieder dabei ist, am Samstag. Ich weiß gar nicht, wann das hier hochgeht. Schön. Werden wir mal sehen. Ihr werdet es hier sehen. Ich denke mal Dienstag oder Donnerstag, je nachdem. Also Samstag dann wieder hier auf gleicher Stelle mit Lukas zusammen. Was auch immer. Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Macht's einfach mal gepflegt gut. Nur ein bisschen Geld haben. Wieso gibt mir keiner Geld? Kannst dich auch hinsetzen. Und homeless sein. Ich habe aber keine Gegenstände zum Tausch. Wohl eigentlich schon, aber die brauche ich ja noch. Perfekt. Oh, the spoon.